Werner Bergengrün, Zwieselchen, gelesen von Karl-Heinz Gabor. Wir beginnen mit Zwieselchen im Zoo. Liebe Kinder, die Geschichte von Hänsel und Gretel und auch die Geschichten von Dornröschen oder Rotkäppchen kennt ihr alle. Aber die Geschichte vom Zwieselchen kennt ihr bestimmt noch nicht, denn ich habe sie ja noch keinem erzählt. Ihr seid die Ersten. Natürlich hieß das Zwieselchen in Wirklichkeit gar nicht so, sondern ganz anders. Aber wer von euch Bubi oder Pumpel oder Muckchen oder Mieze oder Pudelchen genannt wird, der heißt ja in Wirklichkeit auch nicht so. Und zum Zwieselchen sagten eben alle Menschen Zwieselchen. Der Vater und die Mutter und die Else und die Kinder im Kindergarten und auch die gute Tante Montessori. So hieß nämlich die Kindergartentante. Und weil die alle Zwieselchen zu ihm sagten, so wollen wir es auch tun. Das Zwieselchen lebte mit seinen Eltern und der Else in einem kleinen Häuschen am Waldrand in der Nähe von Onkel Toms Hütte, das ist in Berlin, wo am Sonntag so viele Autos angefahren kommen, dass das Zwieselchen sie gar nicht zählen konnte. Aber es konnte ja auch noch nicht ganz richtig zählen. Es sagte immer 11, 12, 13, 20, 81, 100, 1000. Und solange man auf diese Weise zählt, ist es schwer dahinter zu kommen, wie viele Autos denn nun eigentlich am Sonntag vor Onkel Toms Hütte halten. Die Autos kamen aus der Stadt. Das Zwieselchen war erst ein paar Mal in der Stadt gewesen, aber es hatte oft davon gehört, was dort alles zu sehen sein sollte. Manchmal hatte ihm die Else beim Zubettbringen vom Zoologischen Garten erzählt. Und dann hatte der Bibi, sein Kindergartenfreund, ihm eines Tages gesagt, »Heute Nachmittag darf ich in den Zoo.« Am nächsten Morgen hatte das Zwieselchen den Bibi gefragt, wie es denn im Zoo gewesen wäre. Da hatte der Bibi geantwortet, »Ach, so fein, dass man gar nichts davon erzählen kann. Das muss man selbst sehen. Aber du bist ja wahrscheinlich noch viel zu klein.« Der Bibi war nämlich sehr stolz darauf, dass er ein Vierteljahr älter war. Dass der Bibi ein Junge ist, das habt ihr wohl schon gemerkt. Ob aber das Zwieselchen ein Junge oder ein Mädchen ist, davon habe ich noch gar nichts gesagt. Nun ratet mal. Zwieselchen ist ein Junge und hat einen roten Wollsweater und hellblonde Haare. Wie groß er ist, kann ich nicht genau sagen. Seine Mutter hat immer Bleistiftstriche an den Türpfosten in der Küche gemacht, damit man später noch sehen soll, wie er gewachsen ist. Aber vorige Woche ist die Küche frisch gestrichen worden, und da hat der Maler die Bleistiftstriche überpinselt. Das Zwieselchen hatte große Lust, den Zoologischen Garten kennenzulernen, weil es aber nicht allein in den Zoo kam, sondern mit dem Onkel Sebastian. Darum muss ich zuerst etwas vom Onkel Sebastian erzählen. Der Onkel Sebastian machte sehr viel Spaß mit ihm, und darum freute es sich sehr, wenn er zu Besuch kam. Aber er kam nicht sehr oft, weil er in einer anderen Stadt wohnte und außerdem sehr viel herumreiste. Wenn er aber kam, dann brachte er immer etwas mit. Der Onkel Sebastian war der Bruder von Zwieselchens Mutter und hieß mit seinem anderen Namen Dr. Frieselmeier. Aber seine Freunde sagten bloß Frieselchen zu ihm, und das passte ja auch sehr gut mit Zwieselchen zusammen. Obwohl der Onkel Sebastian ein Onkel und ein Doktor war, war er doch kein Onkel-Doktor. Darüber wunderte das Zwieselchen sich manchmal. Weil es aber noch mehr Dinge gibt, über die es sich wunderte, so wollen wir es ruhig sich wundern lassen. Zwieselchens Eltern waren für den ganzen Tag zur Stadt gefahren, und es sollte mit der Else allein zum Mittagessen. Bis das Essen fertig wurde, setzte das Zwieselchen, das gerade aus dem Kindergarten zurückgekommen war, sich ins Wohnzimmer, nahm einen Bleistift und ein Blatt Papier und zeichnete. Es wollte ein Auto zeichnen, aber die Räder wurden nicht recht rund, und weil ein Auto mit eckigen Rädern nicht so gut fahren kann wie mit runden, darum wollte es die Räder wegradieren
und dann neue machen, die wirklich ganz rund sein sollten. Also ging es in des Vaters Zimmer, um sich den Radiergummi vom Schreibtisch zu holen. Es streckte gerade die Hand nach dem Radiergummi aus, da klingelte das Telefon. Das Telefon, müsst ihr wissen, steht nämlich bei dem Vater auf dem Schreibtisch, gleich neben der Briefwaage. Das Zwieselchen hatte noch nie telefoniert, aber es hatte manchmal zugehört, wenn der Vater oder die Mutter telefoniert hatten. Daher wusste es, wie das gemacht wird. Also nahm es den Hörer ab und sagte, »Hallo?« »Ist dort 48, 69?« fragte jemand. »Ja?« »Herr so und so?« Das Zwieselchen dachte einen Augenblick nach und sagte dann, »Ja.« Denn es hieß doch mit seinem Nachnamen so, weil sein Vater Herr so und so hieß und sein Großvater auch. Und ein Herr muss ich doch schließlich auch sein, dachte es. Denn eine Frau oder ein Fräulein bin ich bestimmt nicht. »Hier spricht Gebrüder Schmidt Junior«, sagte die Stimme im Telefon, und dann fing sie gleich an, furchtbar schnell und furchtbar viel zu sprechen. »Ich habe gehört, dass Sie noch kein Auto haben, Herr so und so. Ich habe wunderbare Autos zu verkaufen und so billig, beinahe geschenkt. Sie werden sich wundern, verehrter Herr so und so. Sie müssen sich unbedingt meine Autos ansehen. Natürlich sollen Sie sich nicht die Mühe machen, zu mir ins Geschäft zu kommen. Nein, es wird mir ein Vergnügen sein, bei Ihnen vorzusprechen. Dann machen wir gleich alles ab. Erlauben Sie, dass ich Sie heute besuche? Schön, dann darf ich um 4 Uhr kommen. Auf Wiedersehen, Herr so und so.« Das war alles so schnell gegangen, dass das Zwieselchen gar nichts mehr hatte sagen können. Als es den Hörer zurücklegen wollte, da fiel ihm ein, dass es vielleicht doch lieber erst den Vater oder die Mutter fragen wollte und dass Herr Gebrüder Schmidt Junior besser an einem anderen Tag käme. Aber als es ihm das sagte, da machte es bloß noch »Tut, tut« aus dem Telefon und gab keine richtigen Antworten mehr. Beim Mittagessen sagte das Zwieselchen zu Else, »Du, ich bekomme heute Besuch.« »Von wem denn?« fragte die Else. »Von einem Herrn, mit Vornamen heißt er Gebrüder Schmidt und mit Nachnamen Junior und hat wunderbare Autos zu verkaufen. Er kommt um 4 Uhr, gerade wenn ich ausgeschlafen und meine Milch getrunken habe.« »Ach du«, sagte die Else und lachte. Das Zwieselchen schlief etwas unruhig, weil es immer von dem Herrn und den Autos träumte. Nach dem Aufstehen sagte die Else, »Nun mach aber schnell, dass du deine Milch trinkst. Der Herr ist schon da und sitzt im Wohnzimmer.« »Ach, Else, komm doch lieber mit ins Wohnzimmer.« »Nee, ich habe keine Zeit. Ich muss deine Strümpfe stopfen, und dann ist es ja auch dein Besuch.« Es war ihm doch ein bisschen ängstlich zumute, aber die Else sagte, »Los, los jetzt, geh nur zu deinem Besuch.« Da half nichts, und das Zwieselchen machte ganz tapfer die Tür zum Wohnzimmer auf. Auf dem Sofa saß ein alter Herr mit weißen Haaren und einer blauen Brille und einem weißen Bart. Der stand auf, machte einen tiefen Diener und sagte, »Guten Tag, Sie sind doch sicher Herr So-und-so.« »Ja, der Herr So-und-so bin ich.« »Nehmen Sie nur Platz, Herr So-und-so.« »Darf ich Ihnen eine Zigarre anbieten, Herr So-und-so?« »Nein, danke.« Herr Gebrüder Schmidt Junior zündete sich eine Zigarre an und sagte, »Also, mein lieber Herr So-und-so, wir hatten abgemacht, dass Sie ein Auto von mir kaufen oder vielleicht auch mehrere. Jetzt wollen Sie natürlich die Autos sehen. Passen Sie einmal auf.« Nun zog Herr Gebrüder Schmidt Junior ein großes Paket unter dem Tisch hervor, und während er es aufmachte, erklärte er, »Ich habe meine Autos nicht alle mitgebracht, weil meine Chauffeure gerade Ferien haben, aber das ist auch nicht nötig. Ich habe von jedem Auto ein kleines Probestück machen lassen. Daran können Sie ganz genau sehen, wie meine Autos sind.« Jetzt war er mit dem Auspacken fertig und stellte 5 ganz kleine Autos auf den Tisch. Das Zwieselchen machte große Augen, denn diese Autos waren zwar nur so groß wie kleine Spielsachen, aber es war alles genau wie bei einem richtigen Auto. Das sah man schon auf den ersten Blick. Und außerdem fing der Herr Gebrüder Schmidt Junior gleich an, alles zu erklären. »Sehen Sie mal, Herr So-und-so, wenn Sie Gas geben wollen, dann machen Sie bloß so
Und wenn Sie den zweiten Gang einschalten wollen, dann machen Sie einfach so. Das Wichtigste ist natürlich das Hupen, das müssen Sie zuerst lernen, aber wahrscheinlich können Sie das schon.« Das Zwieselchen probierte. Es ging wirklich sehr schön. »Hut, hut, das geht ja schon wunderbar. Ich muss Ihnen noch ein paar andere Kleinigkeiten erklären. Das ist der Stoßdämpfer und dies das Lenkrad. Und der hier, das ist der Kühler. Und der ist bei meinen Autos so wunderbar kühl eingerichtet, dass man damit sogar Eis machen kann. Bei diesem Auto hier ist der Kühler braun, das gibt Schokoladeneis. Hier ist der rot, das gibt Himbeereis und hier gelb, das gibt Zitroneneis. Nun sagen Sie mir noch schnell, mit wie viel Pferdekräften Sie den Wagen haben wollen.« »Überhaupt mit keinem. Es soll doch ein richtiges Auto sein und ganz ohne Pferde.« Darauf begann Herr Gebrüder Schmidt Junior zu lachen, und das Zwieselchen wußte nicht recht vorüber. Es kam ihm überhaupt manches etwas sonderbar vor, aber weil es doch noch nie mit einem Autoverkäufer zu tun gehabt hatte, so dachte es schließlich, das müsste wohl so sein. Als der Herr Gebrüder Schmidt Junior aufgehört hatte zu lachen, da sagte er: »Ich habe Ihnen gleich 5 Wagen mitgebracht zum Aussuchen. Der eine Wagen heißt Naschwagen, weil er so zuckersüß aussieht. Der zweite heißt Horchmal, weil man immer horchen muss, wie laut er tuten kann. Der dritte heißt Bück, weil man sich bücken muss, wenn man hinein will. Dafür hat er aber auch 4 Türen. Der kleine heißt Rolls-Royce jüngere Linie. Der muss noch ein bisschen wachsen. Und der fünfte heißt Zitronenlimonade. Das ist der mit dem gelben Kühler, wo auch das Zitroneneis gemacht wird. Welchen wollen Sie haben?« »Eigentlich finde ich Sie ja alle gleich schön. Aber welcher fährt denn am schnellsten?« »Das wollen wir gleich ausprobieren.« Damit hockte er sich auf den Fußboden und stellte alle 5 Autos nebeneinander hin. »So, welches zuerst beim Ofen ankommt, das hat gewonnen. Das ist das Schnellste.« Nun zog er 2 Autos auf. »Halten Sie die fest, Herr So-und-so, bis ich die anderen 3 aufgezogen habe.« Alle 5 wurden nun wieder hingestellt. »Bei 3 loslassen. 1, 2, 3. Jetzt rasselten die Autos los. Und was glaubt ihr, welches kam zuerst beim Ofen an? Nein, ihr braucht nicht erst zu raten, denn sie kamen alle zugleich an. Da konnten sie nun nicht weiter, und darum schnurrten sie noch ein bisschen, und dann wurden sie still. »Ja, wenn Sie alle gleich schnell fahren, dann müssen Sie eigentlich alle 5 zusammen kaufen. Und wissen Sie was? Sie müssen auch noch ein Motorboot kaufen, ganz bestimmt. Und wenn Sie erst die Autos haben, dann können Sie doch in 10 Minuten am Wannsee sein. Und da werden Sie gewiss Lust haben, auf dem Wasser spazieren zu fahren und Goldfische zu fangen.« »Ja, das wird wohl so sein.« »Also schön, ich sehe schon, Sie sind sehr vernünftig, Herr So-und-so. Das Motorboot ist wirklich ausgezeichnet. Es hat 25.000 Tonnen.« »Wozu denn Tonnen?« »Ach, das sagt man so nur bei Motorbooten. So wie man bei Äpfeln oder Backpflaumen immer Pfund sagt. Das wäre also abgemacht. Jetzt müssen wir nur noch eine Kleinigkeit besprechen. Haben Sie auch genug Geld?« Daran hatte das Zwieselchen noch gar nicht gedacht. Und darum erschrak es ein bisschen. »Aber neulich hatte ich noch 10 Cent, die hatte meine Mutter mir geschenkt, damit ich dem Bibi Pfefferminz kaufen konnte, weil er mich doch zum Geburtstag eingeladen hatte.« Herr Gebrüder Schmidt Junior machte ein strenges Gesicht. »Na, hören Sie mal, Herr So-und-so, das finde ich aber sehr schlimm. Sie kaufen mir hier alle meine Sachen ab, und dabei haben Sie gar kein Geld.« Das Zwieselchen schämte sich sehr und antwortete nichts. »Ja, was machen wir denn da? Wissen Sie, da fällt mir etwas ein. Wenn Sie kein Geld haben, dann müssen Sie mir etwas anderes geben, nicht wahr?« Das Zwieselchen nickte, aber es war ihm gar nicht mehr sehr vergnügt zumute. »Sie haben doch sicher ein Schaukelpferd.« »Ja.« »Und auch einen Roller.« »Ja.« »Und auch Bilderbücher.« »Ja.« »Also, dann ist es sehr einfach.
Für den Bückwagen geben Sie mir das Schaukelpferd, denn wozu wollen Sie noch reiten, wenn Sie fahren können? Für die jüngere Linie und den Naschwagen kriege ich Ihren Roller, denn wer eigene Autos hat, der fährt ja nicht mehr mit Rollern. Für den Horchmal geben Sie mir Ihre Bilderbücher und für die Zitronenlimonade geben Sie mir alle Silbersachen, die in der Kommode im Esszimmer sind. Sie können dann mit Holzlöffeln essen, das schmeckt genauso gut und ist viel gesünder. Und für das Motorboot geben Sie mir Ihr Haus. »Das Haus?« fragte Zwieselchen erschrocken. »Ja, natürlich. Wenn Sie erst die feinen Autos haben, dann mögen Sie ja doch nicht mehr zu Hause sitzen, sondern fahren immerzu herum. Na, also abgemacht.« Dem armen Zwieselchen war es immer ängstlicher geworden, und es wußte sich gar nicht mehr zu helfen. Aber weil es doch ein Herr sein wollte, so schluckte es seine Tränen hinunter und sagte bloß, »Ich glaube, da muss ich doch erst meine Eltern fragen.« »Ach, Ihre lieben Eltern wohnen bei Ihnen im Hause, Herr So-und-so, aber das tut nichts. Wenn Sie erst die 5 Autos haben, dann brauchen Ihre Eltern das Haus auch nicht mehr. Aber eben fällt mir erst ein, dass ich ganz vergessen habe, Ihnen das Motorboot zu zeigen. Ja, gehen Sie doch zur Else und bitten Sie, dass sie uns Wasser in die Badewanne einlässt, damit ich Ihnen zeigen kann, wie schön das Motorboot fährt.« Nun lief das Zwieselchen so schnell es konnte zur Else in die Küche und sagte, »Denke nur, Else, wie schrecklich, ich soll dem Herrn Gebrüder Schmidt Junior alle meine Bilderbücher geben und mein Schaukelpferd und meinen Roller und alle Silbersachen, die in der Kommode im Esszimmer sind und das ganze Haus.« »Na, sowas«, sagte die Else und stopfte weiter an Zwieselchens Strümpfen. »Und dann hat er gesagt, du möchtest Wasser in die Badewanne lassen, damit er mir das Motorboot zeigen kann. Aber ich will es gar nicht haben. Und die Autos will ich auch nicht mehr haben. Er soll bloß weggehen. Du musst ihm sagen, dass er weggehen soll, Else.« »Nee, das musst du ihm selber sagen. Aber wenn du so viel Angst vor ihm hast, dann kann ich ja mal mitkommen.« Aber kaum waren sie im Wohnzimmer drin, da machte das Zwieselchen ganz große, verwunderte Augen, und der Mund blieb ihm offen stehen vor Staunen. »Onkel Sebastian! Da sitzt ja der Onkel Sebastian!« Und nun rannte es auf den Onkel Sebastian zu und hatte gar keine Angst mehr. Aber dann blieb es plötzlich stehen und fragte, »Wo ist denn der Herr Gebrüder Schmidt Junior geblieben?« »Hier«, sagte der Onkel Sebastian, und hielt einen weißen Bart und einen weißen Haarschopf und eine blaue Brille in die Höhe, und nun lachten sie alle drei. »Die 5 kleinen Autos und das Motorboot kannst du behalten. Die habe ich dir mitgebracht. Und jetzt gehen wir ins Badezimmer und spielen mit dem Motorboot, bis deine Eltern nach Hause kommen.« Am nächsten Tage, als der Onkel Sebastian zum Mittagessen da war, dachte das Zwieselchen, »Gestern hat er mich angeführt, heute muß ich ihn einmal anführen.« Und weil das Zwieselchen es sich sehr lange überlegte, zuerst bei der Suppe und dann beim Braten und dann noch einmal beim Obstsalat, darum fiel ihm schließlich auch etwas ein. Der Herbst hatte schon angefangen, und wenn es vom Kindergarten nach Hause ging, dann hob es sich unterwegs immer Kastanien auf. Darunter war an diesem Tage auch eine gewesen, die noch in ihrer grünen Schale mit den spitzen Stacheln steckte. Gleich nach dem Essen ging es ins Wohnzimmer und warf diese Kastanie in Onkel Sebastians Manteltasche und dachte dabei, »Wenn er hineinfasst, dann werden ihn die Stacheln ein bisschen in die Finger pieken. Dann habe ich ihn auch einmal angeführt.« Als der Onkel Sebastian am übernächsten Tage wiederkam, da sagte er, »Du, ich muß dir etwas sehr Sonderbares erzählen. Als ich neulich zu euch ging, da kam ich an einem Garten vorbei, darin grub ein Gärtner. Der Gärtner hob gerade eine Schaufel, da blies der Wind darüber hin und pustete ein bisschen Erde von der Schaufel zu mir auf die Straße, und ein ganz, ganz klein wenig Erde ist dabei in meine Manteltasche geraten. Ich glaube aber, in dieser Erde muß etwas Samen gewesen sein,
und so fing es an zu wachsen. Und weil mein Mantel aus besonders gutem Stoff ist, so wuchs er furchtbar schnell. Als ich von euch wegging, da war es schon so groß wie eine Kastanie. Sie liegt im Vorzimmer auf der grünen Truhe. Lauf mal hin und hole sie. Dann wollen wir sie ansehen.« Das Zwieselchen schämte sich ein bisschen, weil es gewollt hatte, dass der Onkel Sebastian sich in die Finger picken sollte. Aber zugleich war es auch sehr neugierig, was für eine Frucht das sein mochte. Es war ein ordentliches Paket in weißes Papier gewickelt und so schwer wie eine ganze Tüte voll Äpfel. Und während es die Frucht trug, da merkte es, dass in ihr etwas gluckerte. Onkel Sebastian machte das Papier ab. Da kam etwas länglich Rundes heraus, das war haarig und braun, und zwei dunkle Augen hatte es auch. »Ja, Donnerwetter«, sagte der Onkel Sebastian, »das ist ja eine Kokosnuss. Es ist doch nicht zu glauben, was für Dinge einem in der Manteltasche wachsen können. Nun bring mir mal einen riesen Nussknacker her.« »Wir haben nur einen kleinen.« »Und was macht ihr denn, wenn mal Riesen zu euch zu Besuch kommen?« Dann ging er zu Zwieselchens Mutter und ließ sich von ihr Bohrer, Hammer und Stemmeisen aus dem Handwerkszeugschränkchen geben. Onkel Sebastian bohrte die Kokosnuss an, da floss Milch in die Tasse. Onkel Sebastian stemmte und hämmerte, da ging die Nuss auseinander und es gab sehr viel schneeweißes Nussfleisch zum Essen und zwei braune Schalen, in denen das Zwieselchen seine Murmeln aufbewahren konnte, damit sie ihm nicht immer wieder davonrollten, unter das Bett, unter den Schrank und sonst überall hin, wo sie schwer hervorzuholen sind. Und aus dem braunen Haar drehte der Onkel Sebastian zwei Schnurrbarthälften, eine rechte und eine linke, die klebte er dem Schaukelpferd an, gleich über dem Maul. Das Zwieselchen trank die Milch etwas vorsichtig, weil man doch nicht wissen kann, ob die Kokosnüsse das Milchmachen ebenso gut gelernt haben wie die Kühe. »Onkel Sebastian, das schmeckt ja genauso wie die Kokosmakrone.« »Na siehst du, Zwieselchen, darum heißt diese Nuss ja auch Kokosnuss.« »So was soll in unserem Garten auch wachsen?« »Ich weiß nicht recht. Meistens wachsen die Kokosnüsse nur in Manteltaschen oder aber in ganz heißen Ländern wie in Afrika.« »Afrika kenne ich. Das liegt gerade da, wo in Vaters Atlas der Tintenklecks ist.« Das Land Afrika kannte also das Zwieselchen und den Atlas kannte es auch, denn manchmal, wenn es in seines Vaters Zimmer war, erlaubte der Vater ihm, Bücher aus dem Schrank zu nehmen und die Bilder anzugucken. Darunter war nun ein sehr merkwürdiges Buch mit lauter Bildern, die eigentlich gar keine Bilder waren, aber es machte ihm doch Spaß, in diesem Buch zu blättern. Der Vater sagte zu diesem Buch Atlas. Hier seien alle Länder zu sehen, und diese Länder waren meistens grün oder braun, manchmal waren sie aber auch so bunt wie die Ostereier. Und das Meer und die Seen und die Flüsse erkannte man immer gleich, weil sie so blau angemalt waren. Dazwischen zeigte der Vater mit dem Finger auf eine Stelle und sagte, »Hier wohnen wir«, oder »Da steht das Haus von den Großeltern auf dem Berge, wo die Mutter früher immer gespielt hat«, oder »Dies ist das Land, wo ich gewohnt habe, als ich so alt war wie du.« Nun fing also der Onkel Sebastian an, von Afrika zu erzählen, von dem heißen Sand, in den der Vogel Strauß seine Rieseneier legt, und von den Kokosnussbäumen, den Affen und Löwen und Elefanten. Davon konnte das Zwieselchen gar nicht genug hören. »Das möchte ich doch zu gern einmal sehen. Kannst du nicht mit mir dahin fahren, Onkel Sebastian?« »Nein, dazu habe ich keine Zeit.« »Aber am Sonntag?« »Nur auch am Sonntag nicht.« »Aber weißt du was? Ich will mit dir woanders hinfahren, wo es auch Löwen und Affen und Elefanten gibt.« »Wenn deine Mutter es erlaubt, dann wollen wir morgen zusammen in den Zoologischen Garten.« Das Erste, was das Zwieselchen im Zoologischen Garten sah, das waren wunderbar große,
Häuser mit Türmen und bunten Malereien. »So fein wohnen hier die Tiere, haben die es gut?« »Ja, das ist so, damit sie nicht traurig darüber sind, dass man sie aus ihrem eigenen Land hierher gebracht hat.« Zwei Damen kamen an ihnen vorüber, und das Zwieselchen hörte, wie die eine zur anderen sagte, »Nein, dies süße, winzige Elefantenbaby, war es nicht fabelhaft?« »Fabelhaft«, antwortete die andere, und dann ging sie weiter. »Hast du gehört, Onkel Sebastian? Die haben von einem kleinen Elefantenbaby gesprochen. Das muss ich sehen. Wird es ebenso klein sein wie ein Menschenbaby? Der Bibi hat ein Schwesterchen. Das ist auch noch ein Baby. Ich möchte so gerne auch einmal ein kleines Baby bekommen.« »Ja, das kann ich dir nicht so plötzlich besorgen. Aber das Elefantenbaby wollen wir uns ansehen.« Rechts vom Wege lag das große Elefantenhaus mit seinen bunten Riesentürmen, links lag die Straußenwohnung, die von unten mit Straußenvögeln bemalt war. Weil aber die Straußenwohnung etwas näher war als das Elefantenhaus, so gingen sie erst zur Straußenwohnung. Das Zwieselchen hätte nie geglaubt, dass es so riesengroße Vögel geben könnte. Es sah sehr spaßig aus, wie sie ganz langsam vor ihrem Haus auf- und abspazierten. Und dazu nickten sie mit ihren kleinen Köpfen, die auf langen, dünnen, rötlichen Hälsen saßen. Ebenso lang und dünn und rötlich waren die Beine. Und nicht eine einzige Feder oder ein einziges Haar wuchs darauf, sondern die Federn fingen alle erst viel weiter oben an. »Müssen die nicht schrecklich frieren, wenn es mal ein bisschen kühl ist?« »Ach wo«, meinte der Onkel Sebastian, »sieh dir nur an, wie gut für sie gesorgt wird.« Dabei zeigte er auf eine Bank in der Nähe, neben der zwei Kinderwagen standen. Auf dieser Bank saßen zwei alte Frauen und strickten. Die eine strickte einen grauwollenen Strumpf und die andere einen grauwollenen Schal. Und nun war das Zwieselchen froh darüber, dass die Strauße im Winter nicht frieren würden. Darauf gingen sie zum Elefantenhaus hinüber. Das hatte mehrere Türen, und vor jeder Tür war ein Platz, wo der Elefant spazieren gehen konnte. Jetzt waren die Plätze leer, weil die Elefanten drinnen in ihren Wohnungen waren. Plötzlich aber zeigte sich etwas Großes, Graues in der Tür, sah sich ein bisschen um und schnupperte mit seinem mächtigen Rüssel. »Ist das der allergrößte Elefant von der ganzen Welt?« »Nein, das ist das niedliche, winzige Baby.« Das Zwieselchen glaubte, der Onkel Sebastian hätte wieder einen von seinen Späßen gemacht. Aber dann kam wirklich die Elefantenmutter dazu und war doppelt oder dreimal so groß. Zwieselchen fasste den Onkel Sebastian bei der Hand und fragte ganz ängstlich, »Wenn die aber das Gitter kaputt macht?« Aber die Elefantenmutter dachte gar nicht an das Gitter, sondern an ihr Riesenbaby, streichelte es mit dem Rüssel und wedelte dazu mit den Ohrlappen, die so groß waren wie Badeteppiche, um die Fliegen von ihrem Kind wegzujagen. Ein Herr, der neben den beiden stand, warf Äpfel über das Gitter. Die Elefantenmutter hob jeden Apfel mit ihrem Rüssel auf und warf ihn sich ins Maul. Da trabte das Elefantenkind heran und wollte auch Äpfel haben, aber es war noch ungeschickt, und jedes Mal, wenn es einen aufgehoben hatte, ließ es ihn wieder fallen. Die Mutter machte es ihm vor, immer mit demselben Apfel, und nun musste das Kind es auch lernen und so lange üben, bis es seine Sache konnte. Aber weil das zu lange dauerte, so waren die beiden schon weitergegangen. Jetzt müsst ihr nicht glauben, ich wollte euch von allen Tieren erzählen, die da zu sehen waren. Na, dazu sind es zu viele, und wahrscheinlich hat das Zwieselchen die meisten von ihnen wieder vergessen. Ja, wenn ich die Wahrheit sagen soll, eine ganze Menge von ihnen habe ich auch vergessen. Und euch würde es ebenso gehen. Wer von euch schon einmal im Zoo war, der weiß ja, wie groß der Zoo ist. Und wer noch nicht da war, der muss es mir so glauben. Weil das Zwieselchen aber so klein war, darum kam ihm der große Zoo noch viel größer vor, als er ist,
nämlich gar nicht wie ein zoologischer Garten, sondern wie ein ganzes Land. In diesem Land gab es alles, was es in einem richtigen Land geben muss, nämlich Spielplätze und Kaufläden und Seen und Flüsse und Brücken und Bäume und Büsche und Beete. Und es gab nicht nur Häuser, sondern ganze Dörfer, in denen wohnten die Tiere. Onkel Sebastian, der ja alles weiß, wusste auch immer gleich, wie die Orte hießen. In Brüllersdorf wohnten die Löwen und Tiger und Panther und Leoparden, in Wildbad die Wasservögel, in Oberschaukelheim die Affen, in Flatterhausen die meisten Vögel, in Eisleben die Eisbären, Quakenbrück hieß die Gegend, wo die Brücke über den Froschteich führt. Und wer in Strausberg, Wolfenbüttel und Adlerhof wohnte, das könnt ihr euch ja denken, so schlau wie ihr seid. Von einigen Tieren will ich aber doch genauer erzählen. Und zuerst von den Affen, weil die mit A anfangen. Das Zwieselchen wollte gar nicht weg von ihnen. Immer wieder ging es von einer Affenwohnung zur anderen und sah zu, wie die Affen schaukelten und turnten und kletterten und spielten und sich zankten. Bei den Affen standen immer die meisten Menschen und viele gaben den Affen zu essen. »Wir wollen auch die Affen füttern, Onkel Sebastian.« Und da gingen sie zu einer Verkaufsbude und der Onkel Sebastian kaufte eine Affentüte. Das Zwieselchen machte sie gleich auf, denn es wollte doch sehen, was die Affen von ihm zu essen bekommen sollten. Es waren Feigen und Erdnüsse darin. »Darf ich auch was davon haben?« »Meinetwegen. Nimm dir auch etwas.« Es aß nun eine Feige und ein paar Erdnüsse und sagte dann, »Ja, es schmeckt wirklich sehr gut. Wir können es den Affen ruhig geben.« Das war wunderbar, wie schnell die Affen angesprungen kamen und die Pfoten zwischen den Gitterstäben durchsteckten und wie sie bettelten und mit den Augen zwinkerten. Und wenn einer etwas gekriegt hatte, dann wollten die anderen ihn zur Seite drängen, um auch etwas zu bekommen. Und so gab es immer Lärm und Spaß. Und wenn ein Affe aus der Wohnung auf die Veranda oder aus der Veranda in die Wohnung lief, dann stieß er einfach die Klapptür auf und hinter ihm knallte sie von selbst wieder zu. Der Onkel Sebastian hatte sich vorhin am Eingang ein kleines Buch gekauft, in dem der ganze zoologische Garten beschrieben war, damit man gleich wusste, wie man gehen sollte. Und ein Atlas vom Zoo war auch dabei. Aber er war wohl dem Käfig etwas zu nahe gekommen, denn plötzlich kam eine Affenhand und riss ihm das Buch aus den Fingern. Der Affe, der das Buch genommen hatte, sah den Onkel Sebastian sehr stolz an und wollte das Buch in den Käfig hereintragen. Aber weil es aufgeschlagen war, so ging es nicht zwischen den Eisenstäben durch, und der Affe gab sich große Mühe, es zusammenzuklappen. Darüber lachten alle Menschen, und es sah so aus, als lachten die Affen auch. Beinahe hätte der Affe das Buch zugeklappt, da fiel es ihm aus der Hand, und nun lag es draußen. Der Onkel Sebastian hob es auf, und ein fremder Mann meinte, »Na, nun haben sie es ja wieder.« Der Onkel Sebastian sagte aber, »Was meinst du, soll ich es nicht lieber den Affen geben? Ich habe ja schon gelesen, was drin steht, und die Affen möchten doch so gerne wissen, was über sie gedruckt ist.« »Ja, können die denn das lesen?« »Das weiß ich nicht, aber wenn sie auch nicht lesen können, so können sie sich doch die Bilder und den Atlas ansehen, und dann wissen sie genau, wo der Ort Oberschaukelheim liegt.« Damit klappte er das Buch sehr ordentlich zu und reichte es durch das Gitter hinein. Der Affe nahm es und fing sehr schnell an zu blättern. Alle anderen Affen kamen angesprungen und sahen auch hinein. Aber da kam ein großer alter Affe mit einem grauen Backenbart dazu, schubste die anderen beiseite, und ein kleines Äffchen, das ihm nicht schnell genug Platz machte, bekam eine Ohrfeige. Der alte Affe riss dem anderen das Buch weg und sprang damit auf die Schaukel. Er hing sich mit den Beinen an
den Kopf nach unten, schaukelte sich langsam und behaglich und blätterte mit dem nassgemachten Zeigefinger in dem Buch, bis er an die Bilder kam. Da hörte er auf zu schaukeln, setzte sich richtig auf die Schaukel drauf und besah die Bilder. Endlich hatte er auch sein eigenes Bild gefunden, da hielt er das Buch in die Höhe, damit alle Affen und Menschen sein Bild sehen sollten. Aber da kam von hinten ein anderer Affe angeschlichen und zog den Alten plötzlich so stark am Schwanz, dass er das Buch fallen ließ und beinahe selbst heruntergefallen wäre. Der Affe wurde böse, knurrte und wollte den anderen verprügeln. Der lief weg und der Alte hinter ihm her, und so rannten sie aus der Wohnung durch die Klapptür auf die Veranda, wo man sie nicht mehr sehen konnte. Unterdessen hatte aber eine Affenmutter ihre kleinen Affenkinder, die auf ihr herumkrabbelten, heruntergeschüttelt, war zum Buch gelaufen und hatte es aufgehoben. Sie sah gar nicht erst hinein, sondern klappte es zu, lief ans Gitter und hielt das Buch sehr höflich dem Onkel Sebastian wieder hin. Der Onkel Sebastian nahm es und sagte »Dankeschön«. Und das Zwieselchen schenkte der Äffin dafür alles, was noch in der Tüte war. Von da gingen sie zu einer anderen Affenwohnung, wo die ganz großen Affen wohnten. Die waren ganz ähnlich wie Menschen und machten nicht so viel Dummheiten wie die kleineren Affen. Der Onkel Sebastian sagte, »Die Menschen, die in den Affenländern wohnen, die haben mir erzählt, dass diese großen Affen auch sprechen können, genau wie die Menschen. Aber die Affen wollen nicht, dass die Menschen das merken, denn sie glauben, dann würden sie von den Menschen in die Dörfer geholt und müssten dort arbeiten. Darum sprechen sie nie, wenn Menschen in der Nähe sind.« »Das glaube ich dir aber nicht, Onkel Sebastian. Da willst du mich bloß wieder anführen.« Aber der Onkel Sebastian sah ganz ernst aus und sagte, »Du kannst es ja selbst versuchen. Frage ihn doch was. Du wirst sehen, er wird dir nicht antworten, weil Menschen dabei sind.« »Affe, ist das wahr? Kannst du sprechen? Wie heißt du?« Aber der Affe antwortete ihm nicht. Und da merkte das Zwieselchen, dass der Onkel Sebastian wieder einmal recht gehabt hatte. Sie kamen wieder zu den kleineren Affen. Vor dem Käfig stand eine lange, magere Dame, sah den Affen zu und machte dabei ein so glückliches Gesicht, als ob sie vor ihrem Weihnachtsbaum stünde. Am Arm hatte sie einen großen Beutel aus braunem Leder hängen. Als sie den aufmachte, sah das Zwieselchen, was darin war, Erdnüsse und Haselnüsse und Feigen und Weißbrotstückchen und Keks und Zwieback und zerschnittene geschälte Äpfel. Die Dame fing an, die Affen zu füttern, aber sie machte das ganz anders als die übrigen Menschen. »Willst du wohl weg, Bruno?« sagte sie sehr streng. »Nicht immer meinem süßen Mimmchen alle Apfelstücke wegnehmen.« »Pfui, schäme dich, Rolfi! Was habe ich dir erst gestern gesagt? Du sollst erst dein Brötchen essen, vorher gibt es keine Feigen.« »Ach, mein goldiges kleines Pumpi, komm zu deiner Mami.« »Nein, Olga, du weißt doch, dass es heute nichts gibt, weil du gestern so hässlich zu deiner Mami warst. Nein, jetzt kriegt erst mein kleines Gustchen was.« Dann steckte die Dame ihren Finger mit den drei Ringen in den Käfig und sagte, »Komm, mein goldiges Pumpi.« Pumpi hatte aber keine Lust zu kommen, weil er gerade dem Rolfi seine Apfelstücke weggenommen hatte und damit hoch oben auf den Kletterbaum gesaust war. Stattdessen kam Gustchen und kratzte der Dame über den Finger, so daß sie »Au« schrie und sagte, Gustchen bekäme zur Strafe 3 Tage lang keine Feigen, bis sie wieder ganz lieb sein könnte. Das Zwieselchen wunderte sich furchtbar. »Woher kennt sie denn alle die Affen?« Als die beiden wieder draußen waren, sahen sie, dass ein Teil von dem Affenhaus ganz anders war als der übrige. Da war eine Tür mit einem Messingschild und 3 Fenster mit weißen Gardinen und Blumentöpfen, und an einem Fenster hing eine bunte Glasplatte, auf der ein Mann mit einem Federhut Trompete blies. Neben der Tür war auch ein Briefkasten. Und das Zwieselchen dachte sich gleich,
dass hier große Menschenaffen wohnen müssten, die manchmal Briefe aus dem Urwald bekamen und zu Weihnachten und zum Geburtstag wahrscheinlich auch Pakete. Aber dann ging die Tür auf und es kam eine Frau mit einem Regenschirm und einer Einholtasche heraus. Da merkte es, dass hier keine Menschenaffen wohnten, sondern ganz gewöhnliche Menschen. Das Zwieselchen sagte zu der Frau, »Darfst du immer hier bei den Affen wohnen? Das muss doch herrlich sein.« »Na, et jed«, antwortete die Frau. Der große Löwe lag ganz allein in der Veranda vor seinem Hause und ließ sich die Sonne auf das gelbe Fell scheinen. Auf dem mächtigen Kopfe hatte er dunklere Haare, und das Zwieselchen fand, er sehe dem Gemüsemann ähnlich, der jeden Morgen mit seinem Wagen angefahren kam. Auch seine Stimme war so laut wie die Stimme von dem Gemüsemann, wenn er durch die ganze Straße brüllte. Aber der Löwe hatte nur ein paar Mal gebrüllt, sonst lag er ganz ruhig, blinzelte ein wenig und dazwischen gähnte er auch. Dann konnte man tief in seinen großen Rachen sehen. Manchmal knurrte er etwas vor sich hin, beinahe wie eine Katze, nur lauter. »Onkel Sebastian, glaubst du, er meint etwas damit?« »Das kann schon sein. Sei einen Augenblick still, ich muß mal hinhören.« »Warum hast du denn eben mit dem Kopf genickt?« »Weil der Löwe mich gefragt hat, ob ich seine Sprache verstehen kann.« »Onkel Sebastian, du kannst doch wirklich alles. Kannst du denn auch mit ihm sprechen?« »Nein, das kann ich nicht, weil ich keinen Löwenrachen habe, aber verstehen kann ich ihn.« Jetzt schmunzelte der Löwe wie ein freundlicher alter Kater, und man konnte es ihm ansehen, dass er sich freute, weil er einen Menschen getroffen hatte, der ihn verstehen konnte. Er knurrte wieder ein bisschen. Und der Onkel Sebastian sagte, was das Knurren bedeutete. Der Löwe erzählte so. »Mein Vater hieß Leon, meine Mutter Leonore, meine Schwestern hießen Leontine, Leocadia und Leonie, mein Bruder hieß Leonidas und ich selbst heiße Leon Cavallo. Mit Nachnamen heißen wir alle zusammen Felis. Ich war das jüngste Kind und wir lebten alle zusammen in Afrika im Urwald. Ein Nest oder eine Höhle hatten wir nicht, denn in Afrika gibt es keinen Winter. Und es ist das ganze Jahr über so warm, dass man immer draußen spielen und schlafen kann.« »Aber Onkel Sebastian, eben hat er ja gar nichts gesagt, er ist doch eingeschlafen.« »Ja, dann spricht er im Schlaf. Menschen tun das ja auch.« »Nein, er spricht gar nicht. Es war nichts zu hören, ich habe ganz genau aufgepasst.« »Na, dann flüstert er eben.« »Was heißt das, flüstern?« »Flüstern heißt so leise knurren, dass es nur der Onkel Sebastian hören kann.« Und nun erzählte der Löwe weiter. »Mein Vater und meine Mutter gingen sehr oft auf die Jagd, und meine Geschwister wurden mitgenommen, damit sie jagen lernten. Aber ich war noch zu klein und durfte nur mitkommen, wenn ganz in der Nähe gejagt wurde. Einmal machten die anderen einen großen Jagdzug, und weil die Stelle, wo sie hin wollten, so sehr weit weg war, darum dachten sie, ich würde zu müde werden und wollten mich nicht mitnehmen. Ich sollte bei dem großen Kokosnussbaum auf sie warten. Ich begleitete sie noch ein kleines Stückchen, bis an den See, wo die Seelöwen wohnten. Das waren weitläufige Vettern von uns. Grüßen taten wir uns gerade noch, aber spielen taten wir nicht miteinander. Hier tranken wir alle Wasser, und ich kehrte gehorsam um, denn ich war meistens ein sehr braves Löwenkind. Als ich eine Weile unter dem großen Kokosnussbaum gesessen hatte, wurde ich müde und schlief ein. Ich erwachte davon, dass mich etwas sehr arg in den Rücken stach. Ich sprang auf und merkte, dass eine ganz grässliche Wespenfamilie um mich herum summte. Ich brüllte sie an, ich schnappte nach ihnen, ich schlug nach ihnen mit dem Schwanz und den Tatzen, aber es half alles nichts. Gleich waren sie wieder da und stachen mich in den Rücken.
Ich scheuerte mich mit dem Rücken an den Stamm von dem Kokosnussbaum. Ich warf mich rücklings in den Sand, aber da stachen sie mich in den Bauch, und ich wußte mir gar nicht mehr zu helfen. Als aber meine Not am größten war, da hörte ich ein Rascheln im Gebüsch, und gleich darauf stand ein großer Vogelstrauß vor mir. Er sah die Wespen und hatte Mitleid mit mir. »Rühre dich nicht«, sagte er zu mir, »lass alle Wespen ruhig auf deinen Rücken hinauf, dann will ich sie schon wegbesorgen.« Da bedankte ich mich sehr, und weil ich mich allein langweilte, so bat ich den Vogelstrauß, er möchte doch ein bisschen dableiben. Das tat er auch, und wir plauderten zusammen. Er sagte mir auch seinen Namen. Er hieß Struzio. Gegen Abend wollte Struzio weggehen, weil er meinte, vielleicht würden meine Eltern und Geschwister ihm etwas tun. Aber ich sagte ihm, er brauchte sich nicht zu fürchten. Und natürlich haben sie ihm nichts getan, als sie gekommen waren, sondern meine Eltern haben sich noch bei ihm bedankt, dass er mir geholfen hat. Von da an kam Struzio sehr oft zu uns und spielte mit mir, und schließlich war er mein allerbester Freund. Mein Vater ging zu allen unseren Bekannten und Verwandten und sagte ihnen, sie dürften dem Struzio nie etwas tun. Und als ein Tiger ihn eines Tages zerkratzen und zerbeißen wollte, da hat mein Vater dem Tiger eine Ohrfeige gegeben und hat ihn weggejagt. Und wenn meine Mutter oder eine von meinen Schwestern Geburtstag hatte, dann kam Struzio auch zum Gratulieren und brachte immer ein Geschenk, ein paar schöne abgelegte Straußenfedern mit. Wir sind sehr oft miteinander um die Wette gelaufen, aber meistens hat er gewonnen, denn die Strauße können furchtbar schnell laufen. Als der Löwe dem Onkel Sebastian bis hierher erzählt und der Onkel Sebastian es dem Zwieselchen bis hierher wiedergesagt hatte, da guckte die Löwin aus der Wohnungstür heraus und knurrte ihm etwas zu. Der Löwe winkte ihr mit dem Kopf, und da ging sie wieder in die Wohnung zurück. »Ich muss gleich zu meiner Frau gehen«, sagte der Löwe, »sie will etwas wegen der Kinder mit mir besprechen. Da muß ich euch vorher noch rasch etwas anderes sagen, nämlich mein alter Freund Struzio ist auch hier. Als ich beim Umzug hergebracht wurde und in meinem Käfigwagen durch den Garten fuhr, da kam ich auch am Straußenhaus vorbei, und da sah ich den guten Struzio vor seiner Tür stehen. Ich wollte ihn noch anrufen, aber er hörte es nicht, weil er gerade über den Zaun weg mit seiner Nachbarin plauderte.« Als der Löwe das gesagt hatte, schaute die Löwin wieder aus der Tür und knurrte, aber diesmal knurrte sie schon etwas strenger. Leoncavallo richtete sich halb auf, sah sie freundlich an, knurrte leise und höflich, und da ging sie wieder weg. »Da möchte ich euch bitten, geht doch mal zu dem Struzio hinüber und bestellt ihm einen recht schönen Gruß von mir, und es ginge mir gut, und ich hoffte dasselbe auch von ihm. Und jetzt muss ich ganz schnell zu meiner Frau, sonst wird sie böse und schimpft mich aus. Sie ist darin genau wie meine Mutter.« Dann sprang der Löwe auf, nickte den beiden noch einmal zu und rannte davon, so schnell er konnte. Das Zwieselchen wäre am liebsten jetzt gleich zum Straußenhaus gegangen, um dem Struzio Leoncavallos Gruß auszurichten. Aber der Onkel Sebastian meinte, sie kämen ja auf dem Rückweg sowieso daran vorbei, daher gingen sie jetzt weiter zu sehr vielen anderen Tieren. Als sie davon müde geworden waren, ging sie in ein großes Haus, wo es weißgedeckte Tische gab, und da bekam das Zwieselchen Schokolade zu trinken und Kuchen mit Schlagsahne zu essen und nachher noch Eis. Währenddessen trank der Onkel Sebastian ein Glas Wein und aß ein Schinkenbrötchen dazu. Ein Mann kam herein und wollte Zeitungen verkaufen. Der Onkel Sebastian kaufte ihm auch eine ab und fing ein bisschen an zu lesen, und als er schnell ein Blatt ausgelesen hatte, da legte er es auf den Tisch. »Brauchst du das noch?« »Nein, brauchst du es denn?« Das Zwieselchen gab keine Antwort, und der Onkel Sebastian las weiter. Nun riss das Zwieselchen sich ganz leise ein Stückchen von der Zeitung ab, darauf tat es ein bisschen von seinem Eis, wickelte es zusammen und steckte das ganze Päckchen in die Tasche, um es nachher dem Eisbären zu bringen, der sich darüber bestimmt sehr freuen würde. Dann, während der Onkel Sebastian immer noch in seiner Zeitung las, nahm sich das Zwieselchen noch etwas anderes.
Als nämlich der Onkel Sebastian sein Schinkenbrötchen bekommen hatte, da war ihm dazu auch Senf und Pfeffer und Salz gebracht worden. Aus dem Salzfässchen nahm es sich ein bisschen heraus und steckte es in die andere Tasche. »Lies mir doch ein ganz kleines bisschen vor, Onkel Sebastian. Die Mutter liest mir oft vor.« »Aber doch nicht aus der Zeitung«, meinte der Onkel Sebastian. »Ach, das ist doch egal.« »Na schön, dann will ich dir ein bisschen vorlesen.« Und dann las er. »Wie man hört, gingen heute zwei Herren in den zoologischen Garten, ein älterer und ein jüngerer. Sie sahen sich alle Tiere an und waren sehr vergnügt. Der ältere Herr wusste im Zoo so gut Bescheid, dass er dem jüngeren Herrn alle Tiere beim Namen nennen konnte. Er zeigte ihm auch viele Tiere, von denen der jüngere Herr noch nichts gehört hatte, zum Beispiel den Spaßvogel und den Pleitegeier und den Sündenbock und den Lumpenhund und die Zeitungsente und den Rabenvater. Leider war der Lindwurm aber gerade verreist, darum konnte er nicht gezeigt werden. Auch der Osterhase und der Pfingstochse waren nicht zu sehen, weil Ostern und Pfingsten schon so lange vorbei ist. Als der Onkel Sebastian das gelesen hatte, fing das Zwieselchen an, sich sehr zu wundern, denn genau so war es ja heute gewesen. Und alle diese Tiere hatte der Onkel Sebastian ihm gezeigt. Der Onkel Sebastian las weiter. Als der jüngere Herr hörte, dass dort im Käfig ein bengalischer Tiger wohnte, da sagte er, er hätte sich das gleich gedacht, denn einmal wäre im Nachbargarten ein bengalisches Licht abgebrannt worden, und das hätte genau so geglüht wie die Augen von dem Tiger. Dann sprachen die beiden Herren davon, wie mühsam es sein müsste, für die Giraffe hohe Stiefel zu machen. »Und wie lange wohl ein Schuster an denen arbeiten müsste?« Der ältere Herr meinte, es wäre immer noch einfacher, als das Schuhwerk für den 1000 Fuß in Ordnung zu halten. Da sagte der jüngere Herr, wenn er dem älteren Herrn auch alle anderen Tiere glauben wollte, aber dass es einen 1000 Fuß gäbe, das glaubte er ihm doch nicht. »Aber, Onkel Sebastian, das sind wir ja!« »Der ältere Herr bist du und der jüngere bin ich.« »So? Nanu? Wirklich, du hast recht, Zwieselchen.« »Aber woher wissen denn die Zeitungsmänner das alles und wie schnell sie das gedruckt haben?« »Ja, wahrscheinlich ist einer von ihnen auch gerade im Zoo gewesen. Vielleicht der, von dem ich die Zeitung gekauft habe. Der hat dann schnell an einen Drucker telefoniert.« »Lies noch weiter.« Der Onkel Sebastian las. Beide Herren hatten viel Freude an dem hübschen grünen gelegenen Dörfchen Knabberhagen, wo viele Familien von Eichhörnchen, Ratten, Murmeltieren, Mäusen und Meerschweinchen wohnten und wo die Eichhörnchen ein lustiges Drehrad zum Spielen haben. Der Onkel Sebastian las noch vieles andere vor. Und dann kam die Geschichte, wie das Zwieselchen mit den anderen Kindern auf dem Kamel hatte reiten dürfen. Und auf dem Esel, und wie sie im Ziegenwagen gefahren waren. Auf dem Kamel war ein Sattel gewesen, wie eine Bank, mit rotem Leder bezogen, darauf hatten 4 Kinder zugleich sitzen können. Aber obwohl das Kamel von einem Mann geführt wurde und nur langsam gehen durfte, hatte es doch so grässlich geschaukelt, dass alle Kinder froh gewesen waren, als sie wieder herunter konnten. Als der Onkel Sebastian bis hierhin gelesen hatte, da wurde es dem Zwieselchen so nass in der Tasche. Und da fiel ihm das Eis ein, das es dem Bären hatte bringen wollen. Es griff also die Tasche, aber das Eis war gar nicht mehr da. Das tat ihm sehr leid, aber weil der Onkel Sebastian so schön vorlas, so hatte es das Eis bald wieder vergessen. Der Onkel Sebastian las jetzt das vor, was dem Zwieselchen am allerbesten gefallen hatte, nämlich wie es fotografiert worden war, und dazu ein winziges neugeborenes Löwenbaby für einen Augenblick auf den Schoß bekommen hatte. Das stand sehr genau in der Zeitung, und dass das Bild in ein paar Tagen fertig sein und ihm zugeschickt werden sollte. »Lies das noch einmal.«
Da las der Onkel Sebastian es noch einmal, aber jetzt las er manche Wörter etwas anders. Und dass das Zwieselchen dem Löwenbaby in den Mund gefasst und noch gar keine Zähne daran gefunden hatte, das vergaß er ganz. »Aber Onkel Sebastian, vorhin hast du es doch ganz anders vorgelesen.« »So? Ja, dann hat es vorhin wohl auch anders in der Zeitung gestanden.« Zuletzt las er so. Schließlich setzten der ältere und der jüngere Herr sich hin und aßen und tranken und ruhten sich aus, und da sitzen sie noch. Aber jetzt stehen sie gleich auf und gehen fort. Fertig. Damit legte der Onkel Sebastian die Zeitung weg. Als sie aus dem Hause herauskamen, hörten sie sich noch ein bisschen die schöne Musik an, die dort für die Tiere gemacht wurde. Das Zwieselchen dachte sich, »Mit dem Eis für den Eisbären habe ich kein Glück gehabt, aber vielleicht werde ich mit dem Salz umso mehr Glück haben.« Und das hatte es auch. Es wusste nämlich, dass man alle Tiere fangen kann, wenn man ihnen Salz auf den Schwanz streut. Nun gab es im Zoo manche bunte Vögel, die nicht in Käfigen oder Häusern wohnten, sondern frei herumfliegen und herumspazieren durften. Von denen wollte es sich einen fangen und ihn mit nach Hause nehmen, und dazu hatte es sich das Salz eingesteckt. Die Vögel waren meist in der Nähe von Quakenbrück gewesen, und als sie jetzt dorthin kamen, holte das Zwieselchen ein bisschen Salz aus der Tasche und passte sehr auf, ob nicht ein Vogel in die Nähe käme. Bald kam auch einer angeflogen und setzte sich auf den Baumzweig. Das Zwieselchen warf das Salz nach ihm, aber der Zweig war zu hoch, und so traf es nicht, und der Vogel flog fort. Der Onkel Sebastian hatte sich auf eine Bank gesetzt, rauchte eine Zigarre und sah zu, wie das Zwieselchen Vögel fangen wollte. Weil die Vögel aber immer wegflogen, bevor es ihnen Salz auf den Schwanz gestreut hatte, und weil es schon anfing, ein bisschen ärgerlich zu werden, darum sagte der Onkel Sebastian, »Na, ich sehe schon, so geht es nicht. Du musst es anders machen. Streue einfach all dein Salz ins Gras, und wenn dann ein Vogel über das Gras hüpft und kommt mit seinem Schwanz an das Salz, dann kann er nicht mehr weiter und ist gefangen.« So tat das Zwieselchen, und gleich darauf kam ein Vogel an die Salzstelle. Aber gerade da wehte der Wind und pustete das Salz zur Seite, und so konnte der Vogel davonfliegen. Jetzt kam aber jemand anders anspaziert und ging gerade auf das Salz zu. Das war ein dicker Herr mit runden Augen, der in Quakenbrück seine Wohnung hatte und einen grünen Anzug trug. Und solche Herren nennt man, ihr ahnt es wohl, Frösche. Dieser grüne Herr hatte das Salz wohl nicht gesehen, denn als er sich etwas verschnaufen wollte, da setzte er sich gerade auf ein Salzkörnchen, und da konnte er natürlich nicht weiter. »Wir haben ihn, wir haben ihn«, rief das Zwieselchen, lief hinzu und hob ihn auf. »Willst du ihn wirklich mit nach Hause nehmen? Ist er nicht etwas glitschig und nass?« »Ja, glitschig und nass ist er wohl, aber...« »Weil ich ihn gefangen habe, so will ich ihn auch zum Andenken mit nach Hause nehmen.« Der grüne Herr zappelte ein wenig in der Hand und sah sich mit seinen runden, vorstehenden Augen um. »Aber vielleicht gehört der grüne Herr hier in eines von den Tierhäusern und ist nur weggelaufen. Dann müsstest du ihn eigentlich wieder zurückbringen.« »Aber wo ist denn hier das Froschhaus?« Nun sah sich der Onkel Sebastian nach dem Froschhaus um. Weil er es aber nicht gleich finden konnte, so nahm er das Buch mit dem Atlas vom Zoologischen Garten aus der Tasche und schlug es auf. »Wie gut, dass die Affenmutter es mir zurückgegeben hat«, sagte er. Unterdessen war auch dem Zwieselchen schon etwas Besseres eingefallen, wie der Frosch wieder in sein Haus kommen könnte. Es kam nämlich ein Mann mit einer Uniformmütze vorbei, einer von den Männern, die auf die Tiere im Zoo aufpassen und sie füttern und ihnen die Wohnungen aufräumen. Auf den ging es zu und sagte, »Du, ich habe hier einen Frosch, der ist sicher aus seinem Haus weggelaufen. Da hast du ihn.« »Na, so wat«, rief der Mann. »Kiek mal an, den hab ich ja schon gesucht. Na, schönen Dank, mein Junge.«
Der Mann lachte sehr freundlich, und der Onkel Sebastian schenkte ihm eine Zigarre. Dann setzte der Mann den Frosch ins Gras und sagte zu ihm, »Nun mach aber, dass du fix nach Hause kommst, Karlchen, sonst werd ich böse. Und dass du mir nicht noch mal ausbückst, verstanden?« Der Frosch machte sich gleich ganz gehorsam auf den Weg und verschwand im Gebüsch. Aber auch die beiden Zoobesucher machten sich jetzt auf den Weg, denn sie waren schon viele Stunden hier gewesen. Der Jüngere der beiden fing an, so müde zu werden, dass er schon gar keine Tiere mehr ansehen mochte. Als sie aus dem zoologischen Garten heraus waren und gerade in die Untergrundbahn steigen wollten, blieb das Zwieselchen plötzlich ganz erschrocken stehen und rief, »Aber Onkel Sebastian, wir haben ja ganz vergessen, noch einmal zum Straußenhaus zu gehen und dem Struzio den Gruß von dem Löwen zu bestellen. Das müssen wir gleich machen und umkehren.« Aber der Onkel Sebastian sagte, »Lass nur, Zwieselchen, mir fällt eben ein, dass wir den Gruß doch nicht hätten ausrichten können, denn der Struzio versteht ja kein Deutsch, das weiß ich genau, und wir beide können leider kein Streußisch.« Das sah das Zwieselchen ein, so fuhren sie denn nach Hause und hatten dort viel zu erzählen. Ich erzähle euch, wie bei Zwieselchens Kurzschluss war und wie bei der Großmutter Kerzen gemacht wurden. Als das Zwieselchen und der Onkel Sebastian im Zoo waren, da hatte die Sonne geschienen und es war schön warm gewesen. Aber dann kamen allmählich die trüben und regnerischen Herbsttage. Es wurde immer schon so früh dunkel und man konnte nicht mehr so lange draußen spielen. Da war es gut, dass es einmal Kurzschluss gab. Sagt einmal, Kinder, wisst ihr schon, was Kurzschluss ist? Wenn nicht, dann müsst ihr eure Eltern danach fragen. Das Zwieselchen wusste es schon und fand es nur schade, dass es nicht öfter Kurzschluss gab, denn Kurzschluss war sehr lustig. Einmal an einem Nachmittag im November, als es draußen sehr nass und trübselig war, da war die Großmutter zu Besuch und hatte mit der Mutter Tee getrunken. Jetzt saßen sie im Wohnzimmer auf dem Sofa und erzählten sich etwas, und das Zwieselchen spielte im Nebenzimmer mit seinem Baukasten. Das Haus sollte so groß werden, hatte es sich gedacht, dass alle miteinander darin Platz haben mussten. Der Vater, die Mutter, die Großmutter, die Else, der Bibi, die Tante Montessori aus dem Kindergarten und ich und ihr alle zusammen. Das Haus war noch lange nicht fertig, sondern noch so klein, dass nicht einmal das Kleinste von euch darin Platz gehabt hätte. Da gab es plötzlich einen Knack und es wurde dunkel. »Kurzschluss«, rief das Zwieselchen und stieß im Dunkeln mit dem linken Arm an das Haus, so daß es umpolterte. Wenn Kurzschluss war, konnte das elektrische Licht nicht brennen, und dann brannte zuerst eine Weile überhaupt nichts. Und die Mutter und die Else liefen im Dunkeln herum und suchten die Streichhölzer. Weil es aber doch dunkel war, konnten sie sie nicht sehr schnell finden, und wenn sie sie gefunden hatten, dann mussten sie erst die Kerzen und die Leuchter suchen, das ging freilich schon etwas rascher. Es machte immer sehr viel Spaß, wenn die Kerzen angezündet wurden, weil sie ganz anders brannten als das elektrische Licht. Und weil nicht gleich das ganze Zimmer von ihnen hell wurde und weil sie in so hübschen Leuchtern steckten, in silbernen und schwarzen und bunt bemalten aus Porzellan. »Komm her, Zwieselchen«, rief die Großmutter, »setze dich so lange zu mir, bis es wieder hell wird.« So tappte das Zwieselchen durch das dunkle Zimmer zur Großmutter und setzte sich neben sie aufs Sofa. Die Mutter war hinausgegangen, um Streichhölzer und Kerzen zu suchen und um zu sehen, ob sie das elektrische Licht wieder in Ordnung bringen könnte. »Na, was wollen wir jetzt machen?« fragte die Großmutter. »Willst du mir etwas erzählen, oder soll ich dir etwas erzählen?« »Du mir«, sagte das Zwieselchen, und das war gut so, denn die Großmutter konnte es doch besser. Und wenn sie nicht erzählt hätte, dann könnte ich euch ja diese ganze Geschichte auch nicht erzählen. Das Zwieselchen saß sehr behaglich bei der Großmutter in der Sofaecke. Es war schön warm, weil der Ofen geheizt war, und draußen klatschten die dicken Regentropfen gegen die Fensterscheiben. Und ganz dunkel war es im Zimmer auch nicht, weil von einer Straßenlaterne gerade ein bisschen Licht hereinkam. Davon
sahen alle im Zimmer so ganz anders aus als sonst. »Erzähl, wie du klein warst, Großmutter. Habt ihr da auch Kurzschluss gehabt?« »Nein«, sagte die Großmutter, »damals war überhaupt manches anders als heute, und wir hatten auch gar kein elektrisches Licht, weil die Menschen sich das damals noch nicht ausgedacht hatten. Wir hatten Lampen, die man jedes Mal mit einem Streichholz anzünden musste, und dann hatten wir auch Kerzen. Aber die wurden nicht drüben im Geschäft gekauft, wie bei euch, sondern sie wurden bei uns im Hause gemacht. Es wurde Fett in einen großen Kessel getan und ausgeschmolzen, und dann wurden Fäden zusammengedreht, das waren die Dochte, und um die wurde das Fett herumgetan, und wenn es kalt und hart geworden war, dann gab es wunderschöne Lichter. »Ach, solche Lichter wollen wir auch einmal machen.« Die Großmutter lachte ein bisschen und sagte, »Ach, weißt du, so schön, wie du denkst, war das nun wieder auch nicht. Meine Brüder und ich hatten die Kerzen sehr gern, wenn sie brannten, aber leider wurde noch etwas anderes mit ihnen gemacht.« »Was denn? Was kann man denn mit Kerzen sonst noch machen?« »Höre nur zu«, sagte die Großmutter. »Wir hatten ein ganz altes, kleines Fräulein. Das hieß Mamsell Mathildchen und hatte weiße Haare und huschte immer so schnell und so leise in unserem Haus herum wie eine winzige Spitzmaus. Mamsell Mathildchen musste sehr viel Brustzucker essen, weil es manchmal vorkam, dass sie ein klein wenig hustete. Den Brustzucker hatte sie in einer großen, gelb lackierten Blechdose, die ganz oben auf ihrem Kleiderschrank stand. In Mamsell Mathildchens Zimmer roch es immer so gut nach getrockneten Äpfeln und nach getrockneten Rosenblättern, denn sie legte sie immer zwischen ihre Wäsche. »Die Äpfel auch?« »Nein, nur die Rosenblätter. Und manchmal rief sie einen von meinen Brüdern oder mich in ihr Zimmer, und dann freuten wir uns immer sehr. Dann rückte sie einen Stuhl an ihren Kleiderschrank, und auf den Stuhl stellte sie einen großen Holzkasten, und auf den Holzkasten legte sie ein dickes schwarzes Buch, und über das Buch legte sie ihren Bettvorleger, und dann kletterte sie hinauf, und wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte und den Arm ganz weit ausstreckte, dann konnte sie gerade bis zu der gelb lackierten Blechdose reichen und sie herunternehmen. Wenn sie uns nun von ihrem süßen Brustzucker gegeben und sich auch ein Stück in den Mund gesteckt hatte, dann kletterte sie wieder in die Höhe und stellte die Dose wieder fort. Darauf kletterte sie herunter, und nun kamen der Bettvorleger, das Buch, der Kasten und der Stuhl wieder an ihren Platz. Das alles dauerte eine ganze Weile. »Aber warum musste sie denn die Blechdose immer auf dem Schrank haben, wenn sie doch so klein war, dass sie nicht richtig hinauflangen konnte?« »Tja, Zwieselchen, danach hättest du sie selbst fragen müssen. Wir sind nämlich auch nie dahinter gekommen.« »Aber wie war's denn nun mit den Kerzen?« »Ach, richtig, ich wollte dir ja von den Kerzen erzählen. Also, das war so, wenn einer von uns Halsschmerzen hatte oder heiser war oder hustete, dann sagte Mamsell Mathildchen, das bringen wir schnell in Ordnung.« »Hat sie dann nach dem Onkel Doktor telefoniert?« »Nein, ein Telefon hatten wir gar nicht, und der Onkel Doktor wurde nur geholt, wenn einer ganz schlimm krank war. Der Onkel Doktor wohnte mehrere Stunden weit weg, und wenn man ihn haben wollte, dann musste man ihm einen Wagen schicken. Und manchmal, wenn der Wagen hinkam, war der Onkel Doktor gerade zu einem anderen Kranken weggefahren und kam erst nach vielen Stunden zurück. Mamsell Mathildchen macht es also so. Sie ließ in der Küche einen Topf voll Haferschleim ohne Salz kochen, und wenn der Haferschleim richtig am Kochen war, dann musste die Köchin Anna Mamsell Mathildchen rufen, und dann nahm Mamsell Mathildchen eine neue Kerze und wischte sie mit einem Tuch ab, und dann faßte sie die Kerze oben am Docht und rührte mit ihr so lange in dem kochenden Haferschleim, bis die Kerze ganz ausgeschmolzen und der Haferschleim ganz fettig geworden war. Und dann mussten wir ihn ganz heiß auslöffeln. Puh, hat das nicht sehr schlecht geschmeckt?« »Ja, sehr schön hat es wohl nicht geschmeckt.« »Und was hat das alte Fräulein mit dem Docht gemacht?« »Den legte sie in eine Schublade
und wenn das nächste Mal Kerzen gemacht wurden, dann kam er in eine neue Kerze. Und seid ihr davon auch richtig gesund geworden? Ich denke schon. Ich bin ja jetzt nicht mehr heiser und habe keine Halsschmerzen und huste auch nicht. Also muss ich doch gesund geworden sein. Aber warum nahm denn Mamsell Mathildchen nicht auch Haferschleim mit Kerzen, wenn sie husten musste? Warum nahm sie denn bloß Brustzucker? Tja, siehst du, Zwieselchen, für ihren Husten war der Brustzucker wahrscheinlich besser. Das war wohl so eine andere Sorte Husten. Als die Großmutter so weit erzählt hatte, kam die Mutter mit einer brennenden Kerze herein und wollte sie auf den Tisch stellen. Das Licht blendete so sehr, dass das Zwieselchen seine Augen schnell zumachte. »Lasse uns doch noch ein bisschen im Dunkel sitzen. Das gefällt uns so gut.« Da ging die Mutter mit der Kerze wieder fort.